doch bin mein Weg gegangen. Wagyu Steak heute elegant. Kein Stopp, kein Schlaf, bleib dominant. Real G, deine Meinung nicht relevant. Lauf durch die Bank mit dem Racks in der Hand, doch ich bin kein Bankkaufmann. Amazon Prime ist kostenlos. So, meine Freunde der Sonne, das Intro mache ich jetzt zu Hause, weil ich das Intro vergessen habe aufzunehmen. Was ihr heute sehen werdet, ihr werdet den Vlog sehen von meiner Ladeneröffnung. Ja, es ist soweit. Ich habe am 4.3. meinen ersten eigenen Laden eröffnet in Nürnberg in der Breitegasse 92. Schaut gerne vorbei, überzeugt euch gerne von dem Ganzen. Ich bin unglaublich stolz. Ich muss auch sagen, es ist sehr, 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 sehr surreal, weil ich glaube, ich brauche ein bisschen, um das Ganze zu realisieren. Aber ich möchte einfach nur ganz kurz den Moment nehmen oder nutzen, Danke zu sagen. Danke an die Jungs, an alle Jungs, die gekommen sind. Ich weiß das sehr zu schätzen. Das ist nicht selbstverständlich. Viele hatten eine lange Anreise. Danke an mein Team, was das ermöglicht. Danke an meinen Geschäftspartner und einer meiner besten Freunde, Agi. Und selbstverständlich auch danke an meine anderen besten Freunde, Eddie Sydney. Ich sag's oft, ich hab's euch auch schon gesagt. Das Ganze habe ich euch auch zu verdanken. Das Ganze gehört euch auch zum Teil. Und was auch ganz wichtig ist, danke an jeden einzelnen Supporter, der das gerade vielleicht schaut, der mal was im Shop gekauft hat. Das Ganze habe ich auch dir zu verdanken. Dieser Laden gehört auch zum Teil dir, weil ohne euch wäre ich jetzt nicht hier. Und das weiß ich unglaublich zu schätzen. Ich habe in meiner eigenen Stadt, wo ich aufgewachsen bin, habe ich es geschafft, meinen ersten eigenen Laden zu eröffnen. Ich möchte einfach wirklich, wirklich nur Danke sagen. Das ist unglaublich. Ich bin unglaublich dankbar, dass so viele Leute mich tagtäglich supporten, dass ihr die Klamotten so krass feiert. Und das ist das Endprodukt. Deswegen vielen, 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 vielen Dank. Ja, es ist schwer, so ein bisschen die Worte zu finden für sowas, weil, ja, man hat jetzt so seinen eigenen Laden und ja, schaut es euch gerne mal an, wenn ihr in Nürnberg kommt, in Nürnberg seid. Geht in den Laden, kauft was, schaut es euch nur an, trinkt eine Pulle Vita-Welt. Aber ich bin unglaublich zufrieden mit dem Ganzen. Und ich würde euch jetzt einfach sagen, viel, viel Spaß. Ich glaube, es ist ganz cool. Ich habe es selber noch nicht gesehen. Ganz, ganz viel Liebe an jeden Einzelnen. Winter, harter Weg, alles hier hart verdient. Öffne die Türen für La Familie. Passt auf euren Nebenmann auf, guckt nach rechts und links, wenn eine nette Dame ist, sagt ihr Hallo, aber achtet auf Ordnung, weil wir werden uns alle sehen, wenn ihr Hunger habt, es gibt was zum Essen, wenn ihr Durst habt, gibt es was zum Trinken und ich freue mich, euch im Laden zu sehen. Eli wird auch noch kommen. Sidney wird auch noch kommen. Vielen, vielen, vielen Dank, wirklich, weil ich es sehr zu schätzen, dass ihr hier seid. Ich hoffe, wir sehen uns im Laden und wir hören uns gleich nochmal, ja? Alle wissen ja, dass Eli und Sydney... Einen Moment! alle wissen ja, dass Sydney und Eli mit der Bahn kommen.
Und Sidney meint, er ist gerade ein richtig krasser Motherfucker und postet: Wir verarschen mit, wir fahren mit Auto. Verarscht. So schlecht. Und es bringt nichts, wenn ihr schubst und drängelt, weil keiner kommt da voran. Ich bitte euch, probiert Platz zu machen, macht eine Linie, da kommt jeder nacheinander rein. Ich probiere mit jedem von euch Fotos zu machen. Wir können reden, aber das Ganze muss ruhiger laufen. Ich weiß das sehr, sehr, sehr zu schätzen, aber da sind ganz, ganz viele Leute. Ganz kurz noch. Ihr seht die Security-Leute, die Jungs lassen euch rein, jeder kann reinkommen, aber probiert gesittet einfach hier zu chillen, ihr seid alle herzlich willkommen, wirklich ganz, ganz, ganz viel Liebe, aber das muss alles viel ruhiger ablaufen, ich bitte euch vom Herzen drum, bitte, danke. Das ist richtig viel los, ne? Ja. Digga, wir waren schon in der Action. Mach doch noch schnell für mich von. Statement, Bro, Statement. Oh, Ausnahmezustand, Bruder. Nie wieder? Da, natürlich. Können wir noch ein Bild mit dir haben? Ja. Warte, filmst du für Willis Vlog? Ja! Ey, alle ein Like da lassen und ein Abo da lassen. Ja, Leute. Genau, genau. Und check, Willi auf Twitch. Ey. Ja. Lass mal ein bisschen Support, ey. Ich push so meinen Bro und so. Und ich hätte es mir selber nicht so erträumen können, aber ich bitte euch erstmal jetzt diesen Platz hier zu räumen und das sage ich als euer Willi und ich bitte um Respekt und Verantwortung von jedem von euch einzeln, ja? Hey, in diesem Sinne bedanke ich mich, dass jeder da war. Ich bin euch gedrückt, ihr normalen Pferd. Tschüss. Sind die echt nicht dabei? Foto oder Video? Das ist ein Video, Bro. Video? Was? Hi, ich bin jetzt auch hier. Sagen, von denen waren auch schon welche seit 12 Uhr oder so. Ich kann nicht mehr. Echt? Kannst du auch nach unten? Ja, wenn man das irgendwie sagt. Also wir haben hier Versager Nummer 1. Jetzt werdet ihr von jedem Einzelnen einfach mal hören, wie sie den Laden finden, was hier für eine Menschenmenge ist. Matze, Sidney ist da hinten und die Leute warten auf Sidney Rohat. Daniel, Phoebe, diese Locker, Phoebe. Das wäre so Highlight. Viel Spaß bei den Eindrücken. Jeder wird jetzt einen dummen Senf dazugeben. Phoebe, wie wir den Laden finden. Geil, ist hip. Ist cool. Der ist modern. Schön. Gut ausgestattet. Ja. Wunderbar. Ja. Ohne Lutschen wirklich jetzt. Also schon stark. Ja. So vom Design und so. Modern. Die Leute stehen in Schlange. Das ist schon Nürnberg. Alle sind hier. Das ist schon gut. Kennst du dich nervös so vor Kamera ein bisschen? Natürlich. Ich sag auch, Laden sehr, sehr geil. Und Location geil gesetzt. Aufwand, das Interieur unten. Wirklich. 10 von 10. Billy, sehr krasse Arbeit. Bin stolz auf dich, Mann. Also ich bin hier schon ein bisschen rumgelaufen. Muss sagen, sehr clean alles gehalten. Ist auch cool, übersichtlich alles. Was draußen abgeht, ist nicht übersichtlich, Digga. Ich hab Angst um mein Leben. Die sind verrückt.
geistkrank, wie viele Leute gekommen sind. Danke dafür. Wir können natürlich nicht mit jedem Bild machen, versuchen aber viel abzuarbeiten. Wie heißt die Straße? Breiterstraße. Wir sind beim Esel Studio Shop. Freunde, es sieht wirklich geisteskrank aus. Schaut euch den Shop an, das sieht wirklich crazy aus. Schaut mal ein bisschen rum. Pizza, die ist das, kriegt ihr auch, wenn ihr hier reinkommt. Checkt den Laden ab, wir sind nur bei Team zum Ende. Falls ihr was von ihren Studios haben wollt, kommt hier vorbei, hier läuft auch gute Musik. Also Freunde, ich kann jedem nur empfehlen, diesen Laden zu besuchen. Überragend geworden. Ich habe ja ein bisschen mitbekommen, wie das in Planung war. Und einfach viel besser geworden als erwartet. Also alle Erwartungen übertroffen. Geistkranker Laden. Alles geklappt. Sehr schöner Tag. Deswegen, Freunde, in Nürnberg. Breite Gasse, vorbeikommen. Also, dickes GG an Willi, Agi und allen Mitarbeitern hier. Die haben geisteskranke Arbeit geleistet. Der Laden sieht unfassbar gut aus. 10 von 10. Ey, der Laden ist voll geil, Alter. Props an Willi dafür, dass du das Ganze hier auf die Beine stellst. Und vielen Dank an jeden Einzelnen, der rübergekommen ist und sich die Zeit genommen hat. Ich habe gesehen, Leute sind aus Magdeburg gekommen, aus Hamburg. Grüße gehen raus. Vielen, vielen Dank, dass sowas möglich ist. Und sowas ist nur möglich. Dank euch. Heute Eindrücke vom Shop. Der Tag war großartig. Es war wirklich das krasseste Event, was ich je erlebt habe. Freunde, wer nicht dabei gewesen ist, der hat wirklich was verpasst. Freunde, ein wunderschöner Tag beendet heute. Nein, gerade nochmal neu. Freunde, ein wunderschöner Tag endet heute. Für uns aber nicht. Wir gehen noch jetzt ein bisschen feiern. Danke für den tollen Abend. Danke, dass ihr alle da wart. Und heute gibt's nur ein Gas. Vollgas! Und noch was? Hin zur Kunst. Wir sehen uns. Ich bin ein Jeep und ich bin ein Jeep. Sie lieben meine Locken, sie lieben meine Patrinen. Sie lieben meine Taschen, sie lieben meine Pieren. Sie flippen, dass ich sie noch freaks. Ich bin ein Jeep und ich bin ein Jeep. Sie lieben meine Locken, sie lieben meine Patrinen. Sie lieben meine Taschen, sie lieben meine Pieren. American Pie.